nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft. Märchen für Dialektiker, schrieb Kafka, wenn er sich Mythen vornahm. Bei ihm schweigen die Sirenen. Sie haben, Zitat, eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang
ihr Schweigen. Zitat Ende. Bei Kafka schweigen die Sirenen. Vielleicht auch darum, weil die Musik und der Gesang bei ihm ein Ausdruck oder wenigstens ein Pfand des Entrinnens sind. Ein Pfand der Hoffnung. Ich richte mir ein Zimmer ein in der Luft unter den Akrobaten und Vögeln. Mein Bett auf dem Trapez des Gefühls wie ein Nest im Wind auf der äußersten Spitze des Zweigs. Ich kaufe mir eine Decke aus der zartesten Wolle der sanft gescheitelten Schafe, die im Mondlicht wie schimmernde Wolken über die feste Erde ziehen. Ich schließe die Augen und hülle mich ein in das Vlies der verlässlichen Tiere. Ich will den Sand unter den kleinen Hufen spüren und das Klicken des Riegels hören, der die Stalltür am Abend schließt. Aber ich liege in Vogelfedern, hoch ins Leere gewiegt, mir schwindelt, ich schlafe nicht ein. Meine Hand greift nach einem Halt und findet nur eine Rose als Stütze. Schenkte uns einer ein Lied und musste von uns gehen. So birgt ihn dies Lied. Und wenn wir es singen, aufersteht er wieder in uns. Die Lyrikerin Renate Halbach gab mir vor vielen Jahren dieses Gedicht. Es begleitet mich seitdem. Thank you.
Was geschehen ist, ist geschehen, schrieb Bert Brecht 1944 im kalifornischen Exil. Er war 1933 zunächst nach Paris geflohen, dann nach Dänemark, lebte ein Jahr in Schweden und für kurze Zeit in Finnland. 1941 erhielt er das ersehnte Visum für die USA und konnte über Moskau und Wladiwostok nach Santa Monica reisen. Alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Und das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nicht mehr herausschütten. Was geschehen ist, ist geschehen. Das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nicht mehr herausschütten. Aber alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug. Nicht Freunde, wir reisen gemeinsam, besteigen Berge, pflücken Himbeeren, lassen uns tragen von den vier Winden. Vergesst nicht, es ist unsere gemeinsame Welt, die ungeteilte, ach, die geteilte, die uns aufblühen lässt und die uns vernichtet, diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam reisen. Am Nachmittag kommt die Sonne ins Zimmer. Die Gegenstände werden Gold. Wärme, dies Lebenselement. Gold, dieser Reichtum. Ich hisse eine heißgoldene Fahne auf dem Turm meines Traums. Manchmal spricht ein Baum durch das Fenster mir Mut zu. Manchmal leuchtet ein Buch als Stern auf meinem Himmel. Manchmal ein Mensch, den ich nicht kenne,
der meine Worte erkennt. Was tun, wenn die Nacht sich dir in die Arme wirft, Sturm sich in ihre Arme wirft, Leere, weit wie die Welt, weltweites Auge aller Sterne geschlossen. Wind hält in Atem die Nacht. Halte den Atem an, bis die Nacht dich in die Arme legt, dem Morgen. Rose Ausländer. Da liege ich also still, allein, eingewickelt in die vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, der Langeweile, der Unfreiheit, des Winters. Und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude. Wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben zu, wie wenn ich ein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. In solchen Augenblicken denke ich an Sie, und möchte Ihnen so gern diesen Zauberschlüssel mitteilen, damit Sie immer und in allen Lagen das Schöne und Freudige des Lebens wahrnehmen, damit Sie auch wie über eine bunte Wiese gehen. Ich möchte Ihnen dazu meine unerschöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um Sie ruhig bin, dass Sie
in einem sternenbestickten Mantel durchs Leben gehen, der sie vor allem kleinen, trivialen und beängstigenden schützt. Günter Kunert war nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges erfüllt von dem Wunsch, ein neues, besseres Deutschland aufzubauen, und so trat er als junger Mann 1948 der SED bei. 1977 wurde ihm als Erstunterzeichner der Petition gegen Wolf Biermanns Ausbürgerung die SED-Mitgliedschaft entzogen. Kunert emigrierte. Auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee fand er seine letzte Ruhestätte. Fliegen ist schwer. Dennoch breite die Arme aus und nimm einen Anlauf für das Unmögliche. Nimm einen langen Anlauf, damit du hinfliegst zu deinem Himmel. Denn Tag wird. Ein Horizont zeigt sich immer. Nimm einen Anlauf.